Dieser Podcast ist im Rahmen einer bezahlten Werbepartnerschaft mit Müller Restaurants entstanden. Herzlich willkommen zum 24. Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich treffe mich im Rahmen dieses Projekts regelmäßig mit Persönlichkeiten aus Dresden und Umgebung, um mit ihnen über ihre Arbeit, über Persönliches oder über Strategien für mehr Erfolg zu sprechen. Diesmal habe ich mich mit Carsten Müller getroffen. Er ist einer von Meißens Top-Gastronomen, führt gleich drei Restaurants in der Domstadt, den Domkeller, den Ratskeller und das Café am Dom. Und im Domkeller haben wir uns dann auch getroffen. Ich habe mich mit ihm über ein ganz bestimmtes Thema unterhalten, denn seine Restaurants haben die Auszeichnung A Great Place to Work bekommen. Das ist ein renommierter Preis, der die Arbeitsqualität im Unternehmen bewertet. Und offensichtlich macht er da einiges richtig mit seinem Team und deswegen haben wir uns genau darüber unterhalten. Wir haben über Mitarbeiterführung gesprochen, über Kultur am Arbeitsplatz, über Teammotivation und über Fachkräfterekrutierung. Das war ein sehr interessantes Gespräch, bei dem ich Ihnen viel Spaß wünsche. Wenn Sie den Podcast mögen, dann freuen wir uns immer darüber, wenn Sie ihn bewerten, beziehungsweise wenn Sie uns folgen. Man kann den Podcast hören bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts oder natürlich auf der Website vom Topmagazin Dresden und Ostsachsen. Nun aber erst einmal viel Spaß beim Hören von Nummer 24 unseres Podcasts. Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Ich freue mich, dass ich heute einen sehr, sehr schönen Gast bei mir habe, in einer wunderschönen Umgebung. Und zwar sitzen wir heute im Domkeller zu Meißen, über den Dächern zu Meißen, und mir gegenüber sitzt der Herr Müller, der Geschäftsführer von Müller Restaurants. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was es denn mit der Gastronomie auf sich hat, gerade was Personalrekrutierung, was Teamgefühl betrifft. Zunächst aber mal die Frage, Herr Müller, welche Leitmotive sind denn bei der Gästebetreuung besonders wichtig bei Ihnen in den Häusern? Ja, also erstmal von meiner Seite erstmal ein herzliches Willkommen. Und ich würde es mal so formulieren, wahrer Erfolg entsteht dann, wenn Menschen sich zusammenfinden, die in irgendeiner Form dasselbe Ziel anstreben. Und dabei steht bei uns eben der Gast im Mittelpunkt unseres Handelns. Und ich bin überzeugt, der Gast sucht eher das Außergewöhnliche statt das Gewöhnliche. Damit meine ich nicht vordergründig die Speisen und Getränke. Denn wer glaubt, dass der Gast wegen Hunger und Durst kommt, verkennt, so zumindest mein Eindruck, die Entwicklung völlig. Denn heute steht mehr das Erleben im Gastraum oder die Kommunikation, das Ambiente an erster Stelle. Und wir wollen nicht nur Küche oder Service bieten, wir wollen viel eher Gastgeber sein und auch mit Überraschungsqualitäten überzeugen. Also wir bieten Dinge, die der Gast nicht unbedingt erwartet. Also neben einer Basis- oder Erwartungsqualität darüber hinausgehend. Also Dinge wie zum Beispiel, wir führen verschiedene Veranstaltungsformate durch, die wir, so bin ich der Meinung, hier in Meißen uns ein bisschen unterscheiden von vielen. Wir präsentieren zum Beispiel die Rechnung in der Spieldose oder wir haben eine große Pfeffermühle im Einsatz, wo wir die Gäste überraschen am Tisch. Bonuskartensysteme, all das sind Dinge, die dazu beitragen, das Gefühl hier bei uns vor Ort noch angenehmer zu gestalten. Das ist die eine Seite und die andere Seite, das sind zwei Qualitätssäulen, die wir bedienen. Das eine genussvolles Kochen, dekoratives Anrichten und zum anderen freundlicher Service. Das muss so unseren Arbeitsalltag bestimmen. Also Gastlichkeit mit Herz, wenn man so will. Und wir sind der Überzeugung, dass ein aufrichtiges Lächeln zur Begrüßung, ein nettes Wort zum Abschied, gepaart mit vielen frischen Gerichten, die auch dem Auge in irgendeiner Form gefallen müssen. Ja, und eine Bewirtung, die die Wünsche der Gäste im Auge hat, dass das wichtig ist und dem ordnen wir vieles runter. Gastorientierung im Küchenbereich heißt bei uns, eben auf die Qualität der Produkte und der Frische zu achten. Die Kreativität und persönliche Note spielt genauso eine Rolle wie eine einheitliche Rezeptur. Wenn man so viele Häuser hat, muss natürlich auch eine gewisse Richtlinie vorgegeben sein. Bis dahin, dass man sich auch immer wieder hinterfragt, wo unterscheiden wir uns von anderen, was können wir ändern, was müssen wir vielleicht neu ins Programm aufnehmen. Und Gastorientierung im Service, um mal zwei, drei Punkte zu nennen, ist die natürliche Freundlichkeit. Die Voraussetzung ist, wir haben ein einheitliches Corporate Design,
was uns hilft am Auftreten am Gast, und die entsprechende Körpersprache ist wichtig. Also wir brauchen wirklich Mitarbeiter, wo man erkennt, dass die Freude daran haben, anderen Freude zu bereiten. Also das ist immer ganz wichtig, weil 7%, glaube ich, ist das gesprochene Wort und über 70% ist eigentlich die Körpersprache, die Mimik, die Gestik, unwahrscheinlich wichtig. Und das heißt für uns Gastorientierung im Unternehmen. Gastlichkeit mit Herzen, schönes Stichwort. Dann arbeiten Sie aber auch noch zu mit dem sogenannten Kompassmodell. Was steckt denn da dahinter? Ja, wir von Müller Restaurants machen gern, was wir tagtäglich tun. Also die Freude für unseren Beruf soll auch unsere Gäste begeistern. Ein außergewöhnliches Wohlfühlerlebnis für unsere Gäste in unseren Häusern liegt uns dabei besonders am Herzen. Und wir orientieren uns daran im alltäglichen Arbeitsalltag am Kompass. Denn ich bin der Meinung, nur mit einer gewissen inneren Haltung schaffen wir es auch, dieses Leitbild, was dahinter steht, nämlich immer auf Kurs zu sein für unsere Gäste, damit das Realität wird. Für was steht ein Kompass? Aus meiner Sicht für Zielklarheit, für Hoffnung und Kraft. Und gerade auch jetzt in diesen doch ja, relativ unruhigen Zeiten und auch in den vergangenen Jahren durch Corona bedingt, bilde ich mir ein, so ein Kompass strahlt auch eine gewisse Zuversicht aus und schafft Vertrauen, dass man sich auf den richtigen Weg befindet, das Richtige tut. Und mit dem Spruch, wir können zwar den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen, ich denke mal, das trifft es ganz gut und trifft natürlich auch in Bezug auf den Kompass mit hin. Und danach richten wir unsere Tätigkeit aus. Danach hatten wir jetzt auch eine Klausurtagung, wo das im Mittelpunkt stand. Und zum Beispiel bekommen unsere Mitarbeiter, die neu hinzustoßen, zum Beginn ihrer Tätigkeit bei uns im Haus, einen Kompass aus Messing mit Gravur überreicht, damit diese Symbolik sich dann letzten Endes symbolisch überträgt. Und wenn man den Begriff Kompass nimmt, bedeutet das für uns kameradschaftliches Miteinander, offensiv im Handeln, Marke stärken, Produkte regional ausrichten, attraktiver Arbeitgeber sein, Servicequalität mit Herz bieten und Struktur im Handeln zu haben. Das ist so der Hintergedanke. Und damit lassen sich Mitarbeiter, ja, das macht mir Spaß, ganz einfach, ja. Mit dem Leitbild. Sehr symbolkräftig und absolut passend auch, würde ich sagen. Das ist ja trotzdem ein großes Team. Sie müssen ja hier die Leute auch ein bisschen bei Laune halten. Es ist wichtig, das Personal zu führen. Worauf kommt es denn dabei an? Welche Schwerpunkte setzen Sie denn bei der Mitarbeiterführung? Und wie gelingt es Ihnen, ein gutes Teamklima herzustellen? Also zunächst erst einmal ein attraktiver Arbeitgeber in der Gastronomie jetzt in diesen schwierigen Zeiten zu sein, das war keine Selbstverständlichkeit. Also wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Mitarbeiter mehr als zufriedenzustellen. Wir wollen als Arbeitgeber auch in der Zukunft stets für unsere Mitarbeiter aktiv sein, Arbeitsplatzkultur weiterentwickeln. Und dabei bestimmt das Streben nach Anerkennung und Erreichung von attraktiven Auszeichnungen für Mitarbeiterzufriedenheit unser Handeln. Also wir sind da wirklich bestrebt, auch in diesen Bereichen uns immer wieder zu beweisen, weil eben, wie gesagt, zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Gäste nach sich ziehen. Und ein vom Teamgeist und Respekt geprägte Unternehmenskultur stellt für uns ja ganz einfach die Basis für unser Handeln dar. Und zudem genießen unsere Mitarbeiter viele Vorteile, was vielleicht dazu beiträgt, eben diese Laune oder die Mitarbeiter oder das gewisse Betriebsklima eben mehr als erträglich zu gestalten, sondern dass es wirklich positiv ist. Also zum Beispiel besitzen unsere Mitarbeiter die Möglichkeit der Weiterbildung, um sich Kompetenzen anzueignen, um sich die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das sind zum einen kostenfreie Präsenzseminare, wo wir angehende Führungskräfte entwickeln, weil ein guter Mitarbeiter ist noch lange keine gute Führungskraft, und einen Mitarbeiter als Führungskraft einzusetzen, das ist relativ schwierig, weil auch eine Führungskraft braucht eine gewisse Schulung, braucht eine Einarbeitung, damit es letzten Endes auch von Erfolg gekrönt ist, die ganze Geschichte. Das machen wir schon seit Jahren. Wir bieten unseren Mitarbeitern Online-Schulungen an über eine Weiterbildungs-App, wo jeder die Möglichkeit hat, Weiterbildung zu genießen, wann er Zeit und Lust dazu hat, mit 80 verschiedenen Webinar-Inhalten, mit verschiedenen Themen, mit 16 verschiedenen Referenten. Und da geht es nicht nur um fachliche Dinge, wie verhalte ich mich am Gast oder Reklamationsbearbeitung, Kalkulation, wie mache ich sowas, sondern es geht auch um Dinge wie Persönlichkeitsentwicklung, wie führe ich ein erfolgreiches Leben und andere Dinge mehr. Und sowas bieten wir unseren Mitarbeitern an. Wir bezahlen die ganze Geschichte und sie können es nutzen. Wir machen regelmäßig Team-Events,
wo wir unseren Mitarbeitern praktisch eine Freizeitgestaltung vorschlagen und jeder daran teilnehmen kann, aber nicht muss. Und das sind immer ganz tolle Geschichten. Was weiß ich, von Paddeln auf der Elbe bis Radfahren, Paintball spielen, Bowling, all diese Dinge spielen eine große Rolle, weil ja in der Gastronomie wir doch einen gewissen Stresslevel ausgesetzt sind. Und hier wollen wir ganz einfach das Team in irgendeiner Form was zurückgeben und auch das Team, den Teamcharakter auch dadurch wieder ein bisschen etwas stärken. Also solche Dinge führen wir durch, großzügige Mitarbeiterrabatte, eine Urlaubsstaffelung, Ehrung von Geburtstagen, Betriebs Jubiläen werden geehrt, bis hin zu einer Ballonfahrt. Wir haben die betriebliche Altersvorsorge. Wir haben ein aktives Gesundheitsmanagement, verschiedene Prämienmodelle und vor allen Dingen sind wir auch sozial sehr engagiert. Also auch dort sind wir bestrebt, sozial Benachteiligte, insbesondere Jugendliche, auf dem richtigen Weg oder Chancen zu bieten. Da möchten wir das gerne mit unterstützen. Und gerade, ich glaube, die Säulen Weiterbildung, Freizeit und soziales Engagement, das hilft uns ja, so ein Team voranzubringen, zu entwickeln und schafft auch ein gutes Klima. Und von elementarer Bedeutung, wenn ich jetzt von Klima spreche, sind für mich respektvoller Umgang, Wertschätzung, Anerkennung. Und Anerkennung ist wieder was anderes wie Loben, weil Lob ist so ein bisschen Lobdudelei, sondern Anerkennung bezieht sich wirklich auf Leistung. Und das kann man nie genug machen. Also Anerkennung ist ein wichtiger Punkt bis hin zur Stärkung des Selbstwertgefühls und ja, Meetingstrukturen, die wir ja auch leben. Und diese Dinge tragen letzten Endes dazu bei, dass das Klima bei uns positiv ist und lässt uns und unsere Mitarbeiter eigentlich optimistisch in die Zukunft blicken. Ein breites Maßnahmenpaket also, um das Klima hier hochzuhalten. Sie haben ja natürlich trotzdem auch mit Fachkräftemangel zu tun, damit umzugehen. Sind das Maßnahmen, die Sie ja anstrengen, um bei der Personalrekrutierung gut dazustehen? Gibt es da noch mehr? Hier möchte ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich Personalmangel habe ich in meinem Unternehmen nicht. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Gastronomie, was das Berufsbild angeht, in der Vergangenheit ja schon enorme Arbeitskräfteprobleme hat. Ich möchte es mal so formulieren. Aber nichtsdestotrotz ist für mich die Gastronomie schon ein Beruf mit Zukunft. Und da gibt es für mich zwei Felder. Das eine sind Berufe mit Zukunft, die neu hinzukommen, die eine gewisse Attraktivität haben, die im Kommen sind. Das sind Berufsfelder, die natürlich gefragt sind. Und dann gibt es die andere Seite. Das sind Berufsfelder, die es schon lange gibt und wo auch absehbar ist, dass in Zukunft Arbeitskräfte benötigt werden und dass es eine Entwicklung im positiven Sinne geben wird. Und dann zählt mit Sicherheit die Gastronomie als Vertreter der Dienstleistungsbranche definitiv dazu. Weil hier kann man die Produktion nie ins Ausland verlagern oder anders reagieren, hier ist man vor Ort. Und das wird sich entwickeln, da bin ich mir ganz sicher. Und leider hat ja die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass eben dieser Arbeitskräftemangel, der ja de facto insgesamt vorherrscht, verstärkt worden ist. Circa 130.000 Beschäftigte haben ja in dieser Zeit die Branche verlassen. Da rede ich noch nicht von Saisonkräften und Aushilfen. Und viele Gastronomen stehen jetzt halt davor oder vor einer schwierigen Zukunft, weil ihnen die Mitarbeiter fehlen. Und wer glaubt, dass er mit dem Führungsstil Zuckerbrot und Peitsche noch agieren kann und will, der wird weiterhin Probleme kriegen. Also er wird noch weniger Mitarbeiter finden. Es geht nur letzten Endes um eine aktive Mitarbeiterführung, um Mitarbeiterbranding, um moderne Führungselemente, die eben Zugehörigkeit, Wertschätzung, Verantwortung und Vertrauen vermitteln. Das sind Schlüsselwerte und die versuchen wir letzten Endes umzusetzen und damit haben wir eigentlich sehr, sehr großen Erfolg. Wir haben zwar sicherlich auch in den letzten 2 Jahren den einen oder anderen Mitarbeiter verloren, der sich in eine andere Branche verabschiedet hat, aber wir konnten die Lücken relativ schwer oder schnell schließen, nicht schwer, sondern schnell, Entschuldigung, und haben eigentlich heute mehr Mitarbeiter als wie vor Corona. Sind also gut aufgestellt. Was die Personalrekrutierung angeht, orientieren wir uns mehr auf Nachwuchs, auf Ausbildungsinhalte, weil es für uns wichtig ist, junge Leute von dem Beruf wieder zu überzeugen, weil es ein unwahrscheinlich schöner Beruf ist. Also wie gesagt, wer mit Menschen Freude hat, der wird sich in diesen Berufsfeldern definitiv wohlfühlen. Und hier sind wir eigentlich dran, auch Kooperation mit Wirkung zu erfüllen. Also wir sind zum einen regelmäßig mit Schülerpraktikas am Start, wo wir Schulen letzten Endes unterstützen, wo wir auch Praktikaverträge abgeschlossen haben. Ist auch der richtige Ansatz aus meiner Sicht, wieder junge Menschen in die Praxis mit einzuführen, dort, sage ich jetzt mal, Berufsbilder abzubilden. Wir nehmen an Messen teil, die in Schulen durchgeführt werden. Wir waren auf der Karrierestadt in Dresden,
Und wir sind auch Top-Ausbildungsbetrieb, sind also zertifiziert. Auch das hilft letzten Endes, junge Leute zu begeistern für diesen Beruf. Eine ganz wichtige Rolle ist ja in der Gastronomie, was das Kulinarische betrifft, die Regionalität. Welche Rolle spielt die bei Ihnen? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Zulieferern? Wie stellen Sie die Qualität der Zutaten sicher? Also Regionalität spielt in unserem Unternehmen schon eine große Rolle. Das Elbtal ist natürlich ein hochwertiges Weinanbaugebiet, ist dadurch bekannt und wir bieten natürlich verschiedenste Weine von verschiedenen Weingütern und Winzern bei uns hier in den Unternehmen an. Das gleiche gilt für Meißen, auch in Bezug auf Bier. Hier gibt es auch eine schöne Brauerei, die älteste Privatbrauerei Sachsens. Und darüber hinaus findet man aber noch viel mehr weitere tolle lokale Anbieter in unserer Region. Und wir sind in der glücklichen Lage, auch wirklich hochwertiges Rindfleisch aus der Hausschlachterei, Händler in Großdobritz zum Beispiel um die Ecke, wenn man so will, beziehen zu können. Wir nur nehmen Produkte des Meißner Landschweins bei uns ins Programm auf. Und das sind alles Dinge, die letzten Endes in der Region widerspiegeln. Ich denke auch, dass sich das Verhalten der Gäste in Bezug auf Regionalität sich enorm gewandelt hat. Also mittlerweile wollen die Gäste schon wissen, woher die Produkte stammen und das nicht nur auf das Fleisch bezogen. Und den tragen wir mit unserer erwähnten Zusammenarbeit Rechnung. Und auch so saisonale Produkte wie Spargel zum Beispiel kommt hier aus der Region. Und letzten Endes führen diese ganzen Dinge dazu, dass die Küche qualitätsbewusster wird, hervorgerufen auch durch kurze Lieferwege, durch die entsprechende Frische und die Einstellung zur Verarbeitung, was ja eine hochwertige Geschichte ist. Jetzt haben wir schon Stichwörter wie Regionalität, Saisonalität, Frische genannt, kurze Lieferwege. Ein Stichwort, was in der Gastro auch immer wieder eine Rolle spielt, was bedeutet Nachhaltigkeit bei Ihnen im Unternehmen? Tja, Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile das Wort unserer Zeit geworden, so möchte ich es mal nennen. Aber ich denke auch, dass es eigentlich mehr ist als nur ein Trend. Nachhaltigkeit ist eine Lebenseinstellung, die in vielerlei Bereichen gelebt werden kann. Und in unseren Unternehmen setzen wir in erster Linie zunächst erstmal auf nachhaltige Mitarbeiterführung. Also Ziel unseres Unternehmens ist es, unsere Mitarbeiter nicht nur als Arbeitskraft zu sehen, sondern als Mensch ganzheitlich zu betrachten. Und damit sie gerne bei uns sind. Und da möchte ich an der Stelle erwähnen, wir bedienen uns dort, wie gesagt, verschiedenster Möglichkeiten, Arbeitsplatzkultur zu untersuchen. Wir sind dankbar und stolz, dass wir schon jetzt zweimal hintereinander zertifiziert worden sind als Great Place to Work, als attraktiver Arbeitgeber hier in der Region. Letzten Endes eine tolle Geschichte. Sie haben hier ein international renommiertes Beratungsinstitut, was Arbeitsplatzkultur untersucht. Und dem geht eine anonyme Mitarbeiterbefragung hervor. Und die zeigt eigentlich auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir auch dort Nachhaltigkeit in der Mitarbeiterbindung rüberbringen. Das beginnt zum Beispiel damit, dass man bei uns, was ja nicht unbedingt üblich ist, in einer Gastronomie, die saisonal ausgerichtet ist und geprägt ist, dass die Mitarbeiter in der Saison ihren verdienten Jahresurlaub machen können und endet vielleicht auch damit, dass unsere Mitarbeiter jeden Monat die Möglichkeit haben, kostenfrei Massagen zu nutzen für Rücken, Füße, je nachdem. Also diese Dinge sind damit verbunden. Zudem ist für mich das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit auch eng miteinander verknüpft. Hier profitiert man von einer nachhaltigen und langfristigen Lieferantenbindung und schont gleichzeitig auch die Umwelt, weil, wie gesagt, die Transportwege dementsprechend kleiner sind. Auch bei der Auswahl unserer Lieferanten achten wir darauf, dass diese ebenfalls nachhaltig agieren. Also wir gehen auch in die Produktionsstätten hinein, besuchen die, führen Gespräche, lassen uns letzten Endes die Produktion erklären und führen auch die eine oder andere Verkostung vor Ort durch. Das stärkt auch den Zusammenhalt und diese Netzwerke nutzen wir. Zusätzlich sind wir darauf bedacht, unseren Einkauf und die Erstellung der Speisen oder der Saisonkarten so zu organisieren, dass Warenverluste so gering wie möglich gehalten werden. Und auch ist für mich letzten Endes die Förderung von sozialem Engagement eine Form von Nachhaltigkeit, die wir leben. Weil unser Herzensprojekt ist die Unterstützung zum Beispiel der Arche hier in Meißen, die sich für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien in unserer Region einsetzen. Und wenn wir dies fördern und ihnen dadurch die Möglichkeit bieten, dass sich Perspektiven ergeben, dann ist das für mich Nachhaltigkeit in der Region für die Zukunft der Kinder und das ist für uns wichtig. A great place to work, indeed. Also die Restaurants von Müller Restaurants. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Herr Müller. Okay.